wunderschönen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon lesen könnt, was sind meine Ziele oder was wurde mir erfüllt von 2016 und was sind meine Ziele für 2019? Am ersten wollte ich euch erstmal loben für 20 Abos, jetzt schon 21 Abos, Abonnenten, die mich treu begleiten bei meinen Videos mit einem Umfang von über 300 Videos habe ich seit der Erstellung diesen Kanal hochgeladen und insgesamt waren da dann über 4000 Aufrufe von euch. Da freue ich mich auch nochmal riesig und ein Dankeschön an euch, dass so viele Aufrufe kamen. Da habe ich mir nie vorstellen können und ich wünsche mir einfach, dass nächstes Jahr einfach mehr wird. Ihr habt bestimmt gesehen, dass ich manche Videos dann mal auf privat oder irgendwie sowas gestellt habe, weil ja, das war von mir nie immer ein Problem. Ja, ich muss mal schauen, was soll auf privat sein, was öffentlich und ja. Dieses Jahr fand ich ein cooles Jahr. Eigentlich da habe ich immer gute Videos von mir, fand ich selber. Hab mir da immer viel Mühe reingesteckt, wie zum Beispiel Kanalvorstellung, Adventkalender und viele andere Let's Play, fand ich einfach super von mir. Was mir nicht so gefallen hat, dass manchmal sehr wenig Kommentare da, ja, ist auch in Ordnung. Like waren manchmal auch überhaupt gar nicht da. Dann angeschaut haben, wurde manche Videos wurden bisher, was eigentlich auch schon in den 7 Monate hochgeladen ist, ja, wurde einfach nicht angeschaut bis jetzt. Ja, da bin ich nie ein bisschen okay, hat euch dann nicht gefallen. Und bei den Videos, die ich sehe, da sind mehr über schon 50, 100, 200 Aufrufe. Und da werde ich mal versuchen, weitere zu machen. Und ein, ja, was ich auch nicht toll fand, das Gewinnspiel. Es haben viele sich angeschaut, aber ja, 2 haben sich wirklich einen Kommentar hinterlassen. Die eine konnte nicht gewinnen, das war die Annette Matz, weil ja, wir sind Kollegen und dann geht das eben alles nicht. Und ja, und ein bisschen glaube ich auch, das Gewinnspiel war ein bisschen zu hart, aber ich habe auch ein paar mal Tipps eingebaut,
um Nido herauszufinden, aber das half leider auch nichts. Aber meine Ziele für 2019, ich möchte in nächstes Jahr insgesamt 50 Abonnenten haben. Das wäre ein großes Ziel, was ich mir wünschen würde, zu erhalten. Mehr Let's Play würde ich von meiner Seite wünschen, da ich mehr hochladen werde. Und wie der dieses Jahr aber dann noch mehr machen werde, Nachrichten, Let's Play werden auch immer wieder kommen. Zurzeit kommen keine, weil ich muss mich da auch wieder dran beschäftigen. So, mehr Nachrichten, Let's Play zu machen, dann auch, Kanalvorstellung werde ich mir vornehmen, auch mein Handy in Querformat aufzunehmen und nicht mehr in Hochformat. Das wird auch ein anderes Gefühl sein, in Querformat und nicht mehr in Hochformat. So. Dann sind noch, was ich auch bald machen werde, sind so Technik-Videos, wie schon mein Kanal gesagt, Studio TV. Damit meine ich auch wirklich irgendwas mit von YouTube oder einfach mein Schneiden PC. Was mir der Vater da einfach einfällt, das wird einfach rum hochgeladen werden. Allgemein über YouTube, wie klappt zum Beispiel einen Kanal zu erstellen oder zu hochzuladen und. Dann mache ich auch irgendwann, oder das will ich auch mir nächstes Jahr kaufen, ist einmal das Mikro von Rode für 69 Euro. Hier blende ich euch nochmal ein Bild ein. Und die Kamera von Sony Camcorder 200E würde ich mir wünschen. Die will ich mir mal kaufen. Und mehr coole Videos machen, als im letzten Jahr, mich weiterbilden durch irgendwelche Seminare oder andere Sachen. Mich einfach nur weiterzubilden, größer zu werden und dann andere wichtige Termine anstehen, auch berichten, aber dazu werde ich euch jetzt noch nichts verraten. Damit werde ich von meiner Seite auf Wiedersehen von diesem Jahr. Im zweiten Teil von diesem
Video seht ihr einmal den Jahreswechsel von 2016 auf 2019. Viel Spaß!